Tut mir leid, jetzt kommt einer zu uns auf. Den holen wir jetzt einmal auf. Du kennst sein Papp, sein Mam, seine Tante, sein Urgroßvater, sein Großvater. Hundertprozentig. Ja. Begrüßen Sie mit einem ganz großen Applaus aus der wohl bedeutendsten Künstlerfamilie Bayerns, der Nepofitz. Nepo, grüß Gott. Wie lange stehst du schon auf der Bühne? Das hat irgendwie so angefangen, dass er ein Programm gemacht hat mit meiner Mama. Das hat geheißen, alles Schlampen außer Mutti. Dann mein Vater, der spielt Schlagzeug. Da haben wir dann miteinander Schlagzeug gespielt. Meine Oma, wo ich noch kleiner war, da habe ich nicht mitmachen können. Kein Instrument gespielt. Die haben irgendwie geredet über Gott und nicht Gott und Künstler. Und ich habe gesagt, der Donald Duck hat all lustige Dinge. Und gesagt, Nepomuk, es muss schon zum Thema passen. Dann war ich beleidigt, bin gegangen, habe ein Beutel gemalt, weil ich gewusst habe, dass meine Oma dann das Beutel wieder reinbringt zu denen und sagt, schaut mal, der Nepomuk hat so ein schönes Beutel gemalt. Dann habe ich alle genötigt, dass dann mein Bild gelobt haben. Und dann bin ich in die Massenproduktion gegangen. Dann hat das irgendwann nicht mehr gezogen mit dem Beutel. Und dann habe ich angefangen mit dem Klavierspiel. Und jetzt bin ich beim Kabarett. Jetzt seid ihr dran! Seid ihr bereit! Alle! Wo seid ihr? I said, goodness, your race is great balls of fire! Wir Männer, gell? Seit der Steinzeit haben wir ein einfaches Brunftgen. Wir haben uns schon weiterentwickelt, aber im Prinzip funktionieren wir noch ein bisschen sowieso ein MS-DOS-Betriebsgrundsystem. Frauen dagegen komplexer, gebe ich zu, Apple MacBook Pro Retina Display. Und ab dem 14. Lebensjahr immer noch ausgestattet mit einer internen Software der virtuellen Prinzenschablone. Da ist alles durchgeplant bis zur Hochzeit, egal mit welchem Prinz. Sie sah mich und nach 7 Sekunden sah sie mich bereits im Hochzeitssmoking. Das ist wie so ein Nacktscanner, nur umgekehrt. Jetzt, Pip, ah, das ist halt der Prinz. Ah, gut, nicht ganz, aber das kriegen wir schon noch. Den bergen wir schon noch hier in die Prinzenschablone. Ja, man soll die Männer nehmen, wie sie sind, aber doch nicht so lassen. Und irgendwann, am Ende meines Lebens, wird's mir dann gehen, vielleicht mit dem 95-jährigen Mann, den sie gefragt haben, was war die schönste Zeit in ihrer Ehe? Na, sagt er, die russische Gefangenschaft. Oje, vielen Dank für diese Einladung. Es ist immer wieder großartig. Es ist genial, was du machst. Alles selber eingeladen. Wunderbar, großartig. Let me entertain you. Let me entertain you. Und jetzt mal die Eiche. Are you ready to let the sound out? Beim nächsten Mal sind dabei Claudia Korek. Oh, Claudia Korek, die praktisch eine der bedeutendsten bayerischen Sängerinnen schlechthin. Dann haben wir dabei den verrücktesten Entertainer der Welt, einen Spitzbuer Markus. Wer den schon mal gesehen hat, wer hat den schon mal gesehen? Was können wir über den sagen? Der ist so crazy, dass der Wahnsinn ist, gell? Dann ist dabei der Kabarettpreisträger Wolfgang Kamm. Dann haben wir dabei, und jetzt für alle Männer, die Corinna Faltermeier, die ist praktisch Miss Germany im Finale gewinnt. Sie ist aber, glaube ich, nicht geworden. Dann haben wir dabei, auf meinem Ratschkanapé sitzt sie. Dann haben wir dabei den Witzemeister von der Heiligen Duit, der Jakob Buchmeier. Dann haben wir dabei, der Kölscher ist natürlich dabei mit mir. Und wir haben als vierten Gesangs- oder Einlagen- oder wie man auch immer sagt, Musik-Act, haben wir unsere Band mitgenommen. Und zwar, vielleicht habt ihr es mitgekriegt, Wolfi und KJ mit den anderen. Wir machen bayerische Rockmusik. Uns ist heuer leider unser Gitarrist verstorben. Wir haben einen neuen Gitarristen dazu gekriegt. Dann haben wir gesagt, so, und jetzt haben wir soweit, jetzt sagen wir uns, dass es uns nur wieder gibt. Und wir kommen auch im
November. Wir würden uns freuen, wenn ihr alle wieder kommen würdet, kaufen mit der Pizza. Geht's auf Zeiten, Herrschaftszeiten, schaut's nicht blöd. Geht's auf Zeiten, Herrschaftszeiten, sonst zu spät. Gehört euch, servus, bis zum 21. November. Und